Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer wunderschönen neuen Folge von Lands of Arnhem zusammen mit dem Sturm. Hallo. Sascha. Guten Abend. Aesthetic. Hi. Und Riku. Hallöchen. Und meiner Wenigkeit. Wir befinden uns in der Hauptstadt von Lands of Arnhem. Von Arnhem, wie man auch sagen könnte. Und der gute Ludwig ist gerade durch ein Bücherregal geschritten. Und wieder. Mit dem Esel zusammen, der immer noch das Buch im Mund hat. Und befindet sich jetzt in einem großen Raum. Mit schöner Aussicht. Und wieder. mit sehr schöner Aussicht, wirklich. Und einer Dame, die vor ihm steht. Mit den Händen in den Hüften gestemmt, langen schwarzen Haaren, eine Magierrobe. So. Und dich anzickt. Was machen Sie in meinem Raum? Sie, Magierschwein. Ich hasse diese scheiß Magier. Allesamt. Hat er jetzt laut gesagt. Was? Trap Hole. Tag. Bin ein Druide. Ja, ich sag ja Magierschwein, Schweinemagier. Ist doch alles dasselbe, Druide. Wer sind sie überhaupt? Wer ich bin? Ja. Sie fährt sich so. Deine Mutter. Ich bin deine Mutter. Ich schmeiße auch so mein Bart immer so. Die so über die Schulter. Wie glaubst du denn, vor wem sie hier stehen? Sie müssten ja wissen, in welchen Raum sie sich gerade reinteleportiert haben. Sie. Ich hoffe, dass ich im Raum der obersten Magierin stehe. Ja, wer glauben sie denn, steht vor ihnen? Liliana. Die Hausfrau. Ja, also warum fragen sie denn? Ich habe hier schon eine Menge komischer Typen getroffen. Sehe ich aus wie ein komischer Typ? Nein, sie sehen aus wie eine Frau. Ich heiße. Was wollen Sie hier? Ich habe nun Sachen zu tun. Mein Name ist Ludwig der Erste von und zu Stormblade. Vielleicht haben Sie schon mal von mir gehört. Ist sie echt getriggert? Sie ist so gestresst. Nein. Ja. Oh, nein. Hey, die kann Riku dann heilen vielleicht. Wir haben noch eine krasse Magierin. Jetzt wird es aber gleich nicht mehr getriggert sein nach den nächsten News. Dann ist willkommen Tochter zur Tagesschau. Ich habe hier etwas, das Sie vielleicht ansehen sollten. Zeig ihr das Amulett. Woher haben Sie das, Herr von uns zu Stormblade? Ich war mit Ihrer Tochter auf Reisen. Wir trafen uns in einer Taverne. Mit meiner Tochter? Mit Chandra? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Töchter haben. Aber ich war mit ihr in der Taverne. Wir trafen uns in der Taverne. Ja, Nissa. Gibt's noch. Und bekämpften ein dunkles Wesen. Und zusammen gemacht wollten wir uns auf den Weg in die Hauptstadt machen. Dort traf, waren wir an einem verfallenen Turm, wo sich ein schwarzes Loch bildete. Ein schwarzes Loch? Und wir sind gerade so entkommen. Nur Chandra leider nicht. Wie meine Tochter nicht? Was ist mit meiner Tochter? Die wurde eingesogen und getötet. War es ein Dimensionsloch oder war es ein Loch, das alle Menschen zu Hackfleisch verwandelt? Es sah aus wie Hackfleischbällchen. Nein. Wir haben drei Leute an diesem Tag verloren. Gestern. Sie dreht sich um. Okay, den habe ich jetzt verstanden. Es war doch gestern, oder? Ja. Also. An jenem Tag. Gestern. Ja, so circa gestern. Tiefer Trauer. ja. Sie hält sich halt so die Hand vors Gesicht und dreht sich so von dir weg und sagt, nein, nicht meine einzige Tochter. Notiert, einzigste Tochter. Das muss ich sofort meinem Mann erzählen. Und sie macht zack und sie ist weg. Esel kommt rein. Der Esel steht verdammt schon neben mir. Ich brauch die Information, ich warte da. Ich gucke mich im Raum um zuerst. Alter, lude die Scheiße da raus aus dem Raum. Steht sie erst da? Nein, ich warte. Oh, und dann so, nee, nee, geht doch schon. Der Raum ist halt komplett voll mit irgendwelchen. Bitte? Mit Büchern? Auch. Aber auch mit Tränk, also mit so Alchemiezeug, wirklich mit so. Perfekt. Mit so goldenen Statuen, mit Auszeichnungen, mit Schriftrollen, mit alle möglichen, wirklich. Du siehst auch Regale komplett einfach voll mit Chemikalien, also wirklich mit so großen Behältern. Und die sind halt einfach voll mit irgendwelchen Pulvern oder sonst was. Eigentlich genau der richtige Ort für mich. Rico, wenn du tippst, bitte muten. Teleportier mich einfach zu dir! Ich hab doch keinen Mana. Da steht Tränke!
Ja, ich will die jetzt aber auch nicht beklauen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich! Nekropole ist einfach mal ein Trank. Also, aber ich möchte mir. Wer weiß, was er macht. Bücher anschauen. Gucken, ob ich wieder irgendwelche geheimen Bücher über die dunkle Macht finde. Du siehst halt die Bücher einfach alle. Okay. Das sind wirklich, ja, über alles Mögliche. Alchemie für Fortgeschrittene, Alchemie für Meister. Ich bin Meisterhafte Alchemie der Meister und lauter solche Sachen. Ja, aber das ist interessant. Also, die ist also nur Alchemie gedingst. Nee, das sind alle Bücher wirklich. Nur über Alchemie. Das Lexikon der Welt steht da komplett. Da steht einfach alles. Da steht einfach alles. Wie groß ist das denn? So ein Buch? Nee, das sind mehrere Bücher. So wie Bockhaus halt auch. Das sind auch mehrere Bücher. Steht jeder Zauberspruch. Dann nehme ich mir einfach mal das erste und lese mal so ein bisschen drin rum, während ich warte auf sie, bis sie irgendwann wieder auftaucht. Und der Esel läuft zu dir hin, nimmt sich ein Buch und fängt in das Licht drauf an, rumzukauen. Der Esel braucht mal Hirn. Ich hab da Puh dafür. Der redet gleich mit uns. Ja. Er guckt dich an, ziemlich dümmlich, und macht I-A. Ich hab noch getränkt. Ich will was trinken. Ich will mein Kamillenwasser trinken. So, 2 Schlücke. Okay, dann würfelst du für mich. Ja, warte mal, 2 Schlücke. Also, ein Vorrat oder. Also, es gibt ja. Das sind ja Vorräte aufgeteilt. So ja, du hast gesagt, ich habe 7 Schlücke drin. Ich hatte noch 6 und hab jetzt 2 davon getrunken. Alles klar. Dann, du hast gewürfelt. Ja, Leute, 2-mal soll ich würfeln. Ja. 5 und noch 5. Okay. Das heißt also, wir haben. 5 Mana. Bitte? Nichts, alles gut. Ja, das sind 5 Mana. Das stimmt gut. Schon. Das sind 10 durch 2. Nee, warte mal. Jetzt. Doch, passt schon. Jetzt. Fasse ich dem Esel auf den Kopf und versuche mit ihm zu reden. Warum hast du das nicht vorher gemacht? Weil ich kein Mana hatte. Ich konnte letztes Mal, weil ich kein Mana hatte, nicht mehr mit der Natur reden. Nicht mal mit der ganzen Natur. Vielleicht wolltest du auch einfach nicht mehr mit dir reden. Oh, du hast gesagt, ich hatte kein Mana mehr, deswegen geht's. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich brauche Mana zu trinken. Okay, du hältst die Kopf, die Hand des Esels an. Du hältst deine Hand auf den Kopf. Die Hand des Esels auf deinen Kopf. Ich hab Angst davor, wie er spricht. Hallo! Du hörst erstmal nichts. Okay. Ist dein Name? Warum folgst du mir? Du hörst immer noch nichts. Das ist super smart. Komm, ist ja, ich jetzt rede. Dreh dir nochmal. Ach so. Wie eine geistige Schelle. Guck das Buch aus, dann kannst du auch mit mir reden. Theoretisch eine smarte Idee, aber du hörst trotzdem noch nichts. Er legt das aber das. Er spuckt das Buch wenigstens aus. Ja gut, wenigstens hört er jetzt auf mich. Jetzt erzähl mir, wer du bist. Warum folgst du mir? Der Esel geht 2 Schritte zurück, dass du ihn nicht mehr anfassen kannst. Angst vor mir. Schaut dir in die Augen. Und sagt zu dir. Warum sollte ich mich mit jemandem wie dir reden, vergnügen oder sonst irgendwas tun? Weil Meister ist doch auf dem Marktplatz, ne? Weil du mir folgst. Derjenige, der mich gerettet hat, dieser wackere Held, der mich aus den Klauen von diesem komischen Pferde, was weiß ich was, hier gerettet Daretti. Hat. Ja, von Daretti gerettet du? Hat. Meister Luben, der ist der wahre Meister. Ich folge dir, weil ich ihn verloren habe, aus den Augen verloren habe und du der Einzige von der Gruppe bist, der hier noch rumgetorkelt ist. Du Schweinemagier. Ich habe das Gefühl, ich will den Esel töten. Wenn ich Mach, bitte tu es. Aber ich darf es, kann es aber nicht. Der bringt uns in den Knast. Nein, ich darf das, kann das ja nicht. Ja, dann geh doch einfach. Der Typ ist Richtung Marktplatz gelaufen, soweit ich weiß. Wundert sich nicht, dass der redet? Einfach raus aus dem Magiergilde, dann unter den Tunnel durch, ganz geradeaus.
Und dann kommst du im Stadttor und dann bist du im Marktplatz. Okay, nochmal für Leute, die einen geringeren Intelligenzwert haben als ich. Ich habe vorhin ein Buch mitgenommen. Das solltest du vielleicht mal reingucken. Und er dreht sich um und geht erstmal aus dem Portal raus. Esel. Ihr wisst ja, er wollte es mir nicht geben. Ich wollte vorhin ja reingucken. Aber er wollte es mir nicht geben. Na gut, dann nehme ich. Scheiße, ich lege erstmal die zwei Bücher, die ich schon in der Hand habe, mal auf den Tisch. Du nimmst einfach Bücher aus dem Regal und legst sie einfach auf den Tisch. Ich habe doch das eine von unten, was ich sowieso mitgenommen habe, das eine aus dem Regal, was ich noch lesen wollte, und die lege ich auf den Tisch, damit ich es nicht vergesse. Okay. Und dann nehme ich das Buch, was der da angesabbert hat. Ja. Und also das, was von unten mitgebracht hat, meine ich. Ja. Und das lese ich. Okay. Und es erzählt eine sehr, sehr interessante Geschichte, die du noch nicht so ganz gekannt hast über den 400-jährigen Krieg, nämlich die Geschichte aus der Seite eines der Dämonen. Ja, gab viele Fronten. Ja. Ich lese das halt. Und ja, und dich das Wissen. Es kommen Sachen zum Vorschein, die dir so an sich noch nicht klar waren. Du kannst jetzt nicht alles lesen, weil, also ich erzähle dir jetzt einfach den Part so mehr oder weniger, den du jetzt über die kurze Zeit liest, der ist hoffentlich für alle interessant, weil das nämlich ein bisschen Story, so ein bisschen Background-Story ist und sowas. Und zwar liest du das, das sind ungefähr so 3-4 Seiten, die du lesen kannst, die er halt beschreibt. Und er beschreibt zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, in der Sicht eines Soldaten mehr oder weniger so. Es ist Tag 1, wir sind an der Front, wir sind kurz vor einem großen Sieg. Wir haben eine der früheren Hauptstädten der Menschen zurückerobert, die sie von uns geklaut haben hier, die sie ausgebaut haben. Wir haben einen Turm dort aufgestellt, den wir mit dunklen Siegeln voll bestückt haben, in dem wir über Nacht rasten werden. Und erzählt halt weiter von wegen, ja, hier, das es wohl anscheinend in ihrer Nähe wohl ein großes Menschenlager gibt, das sie in der Morgendämmerung überfallen wollen. Aber dass sich in diesem Menschenlager 4 wackere Helden befinden, die unter den gefährlichsten Leuten nur als das Squad bekannt sind. Und diese 4 Helden, sie wollen sie unbedingt einfach umbringen, weil das sind die krassesten Krieger, die gefühlt auf der Seite der Menschen kämpfen gerade im Moment. Und er meint halt so, dass er das Gefühl hat, dass seine Kräfte eigentlich ausreichen müssen, mit alle 4 auszukommen. Er boostet sich halt tierisch einfach so. Er deckt der krasse Dämon und alles Mögliche. Du blätterst weiter. Auf der nächsten Seite ist so von wegen der Morgen danach, eigentlich so nach dem Angriff. Also er schreibt nach dem Angriff. Der Angriff war ein riesiger Fehlschlag. Es sind 3/4 der Armee, die den halt aufgelauert haben und die dieses Dorf überfallen oder diese Städte halt überfallen haben, wo das Squad in Anführungszeichen unterwegs war, wurde zerstört, weil die guten Helden zusammengearbeitet haben und so ziemlich alles abgeschlachtet haben. Er erzählt des Weiteren noch, dass sie es dennoch geschafft haben, einen des Squads in Gefangenschaft zu nehmen. Und dass dieser abgeführt wurde und in Richtung des Hauptlagers halt gebracht wurden von den Dämonen, wo sie ihn halt verhören wollen und wissen wollen, woher diese finstere Macht überhaupt kommt. Es wird erzählt, dass es ein Zwerg ist. Langen roten Bart. Ach, wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Ich weiß es sogar tatsächlich. Oh. Das wissen sie ja nicht, wie der heißt. Und das, aber er möchte nicht reden. Deswegen hat der Dämon geschrieben, er hat beantragt, dass er beim Folterkommando dabei sein darf und ihm das letzte bisschen Blut aus seinem Körper quetschen darf. Einfach aus Rachezug dafür, dass er seine Kameraden umgebracht hat. Und das ist auch das Letzte, wo du liest, denn da erscheint die gute Liliana wieder und sagt so, wer da von uns zu Herr Stormblade? Nee, wer da Herr von uns zu Stormblade? Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie uns das gesagt haben hier mit unserer Tochter. Wir wissen, dass Sie sicherlich nichts Böses wollten, aber was ist mit dem Buch geschehen, das sie abgeben sollte? Also, ich weiß nichts von einem Buch. Sie wissen nichts von einem. Okay, das heißt also, es muss entweder schon in Sicherheit sein oder
Es muss in Sicherheit sein. Nein, es muss in Sicherheit sein. Sie fasst sich an den Kopf. Es wäre schrecklich, wenn es nicht in Sicherheit wäre. Wir haben auf diesem Weg hierher zwei dunkle Mächte getroffen. Den Mann mit dem Kapuze. Ja, und dieser dunklen Aura. Okay. Und im Wald, also in der Taverne, ein Mann mit einer sehr, sehr bösen Aura. Ich vertraue Ihnen, Herr von und zu Stormblade, aber verraten Sie mir eins. Sie kommen mir jetzt, wo Sie so dastehen, kommen Sie mir verdammt bekannt vor. Ja, ich habe gerade in diesem Buch hier von er oder mit mir gelesen. Von mir und meinen Freunden damals. Sind Sie etwa der von und zu Stormblade? Der große und einzig wahre Typ. Ich streiche mir meinen Bart. Der Dude, Alter. Plus eins, finde ich eigentlich, für die Geschichte. Der wackere Held, der an Seiten von Franz, dem guten Flickhaar, wie er nämlich hieß. Natürlich. Und wie hieß der letzte Scheiß? Ich habe den Namen vergessen. Und dem anderen Typen, dessen Namen man gerade im Moment nicht aussprechen darf. Doch im 400... Ich kenn. Bitte? Doch der einzige, von dem ich, der noch nie erwähnt wurde. Haha. Ja, auf jeden Fall, mit denen an Seite im 400-jährigen Krieg gekämpft haben. Sie haben unsere Magiergilde groß gemacht. Sind das wirklich sie? Man erkennt sie gar nicht unter diesem langen Bart. Nun. Der Schnauze hat ihn besser gestanden. Es ist doch schon sehr lange her schon. Es ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe mich natürlich auch schon verändert. Älter geworden. Muskulöse weiß. Geworden, gell? Waren Sie im Fitnessstudio letztens? Aber ja, der bin ich. Okay, sie verneigt sich vor dir. Sagt so, Sie waren das, der unsere Magiergilde so hier in den Mittelpunkt mehr oder weniger geführt hat. Dadurch, dass Sie mit dem guten Franz, Flickhaar und dem anderen Typen die Dämonen so zurückgeschlagen haben, haben Sie uns ermöglicht, den letzten finalen Angriff mit unserer Portalmagie zu ermöglichen, dass wir uns in die gegnerischen Reihen teleportieren konnten und durch große Explosionen mehr oder weniger den Gegner zerbersten konnten. Sie waren derjenige, der es uns möglich gemacht hat, den Dämonenlord wieder zurück in seine Welt zu bringen, wo er eigentlich herkam. Die großen Alten, das schreckliche Böse. Die wie hieß er nochmal, Brut? Dunkle Brut. Die dunkle Brut, richtig. Dass sie diese zurück in die Verbannung gebracht haben. Herr von zu Stormblade, bitte erweisen Sie mir die Ehre, dass ich Sie der ganzen Magiergilde vorstelle. Ich glaube, die wissen gar nicht, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Ich glaube auch nicht. Die haben mich sehr unhöflich behandelt. Ah, das ist eine schmarrige... Der Typ einen drunter, der ältere Mann. Der Typ einen drunter? Gespräch. Ich weiß nicht, ob es ein Raum drunter war oder so, keine Ahnung. Also, nur zur Erklärung kurz, Sie müssen verstehen, diese Teleporter, die wir hier haben, diese Portale, die mein Mann hier in die Wände eingebaut hat, in die Bücherregale, sie stellen sich einen Raum vor und werden dann mehr oder weniger dorthin teleportiert und diese Räume sind jeweils in anderen Dimensionen. Ah, ich würde Ihren Mann auch sehr gerne mal kennenlernen. Er ist gerade leider beschäftigt. Wettisch. Mit Heulen wahrscheinlich. Nein, ich hab das so eine Ahnung. Wir trauen gerade sehr um unsere Tochter, aber wir wissen genau, dass wir etwas unternehmen müssen. Deswegen bin ich hier. Das Gefühl, sie spüren das sicherlich auch, sie sind ein großer Magier, aber seit mehreren Tagen und seitdem unser guter Frederik, Sie kennen ihn sicherlich. Weil er war auch in der Taverne. Der war auch in der Taverne, sagen Sie bloß. Der ist seit Tagen verschwunden. Er ist einer unserer größeren Anhänger gewesen, der größere Macht hatte. Und wir sind auf der Suche überall, deswegen ist mein Mann auch gerade hier unterwegs und ich habe ihm Telepathie gesendet, dass unsere Tochter hier... Telepathische Telepathie. Großer Magier ist zusammen mit einer Mitreisenden abgehauen, als es brenzlig wurde. Naja, nicht als es Frederik ist nicht geflüchtet, das können Nein, Sie mir ist, nicht erzählen. Er hat seine Steinmauer hochgezogen, oder eine Erdmauer, ich weiß es gerade nicht mehr, und ist abgehauen, zusammen mit einer Mitreisenden von uns, Lady Amira, vielleicht kennen Sie den Namen. Naja, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Ist
Ja. Dann kriege ich hier auch keine Informationen darüber. Okay, oder also. Ja. Oder haben Sie von einer Frau gehört, die kürzlich hier war und gefangen genommen wurde? Nee, habe ich tatsächlich nicht selber gehört. Ich muss sagen, damit, da wir in der letzten Zeit eigentlich hier wirklich sehr beschäftigt waren, damit, dass wir hier den guten Frederik leider per Telepathie eigentlich mehr oder weniger verloren haben, sind wir seit knapp 2 Tagen auf der Suche nach ihm. Wenn er so mächtig ist, wie er sagt, dann passiert ihm auch nichts. So schnell zumindest. Sie haben warme Worte, mein Freund. Sie haben warme Worte und das gibt mir natürlich Mut, auch wenn ich in tiefer Trauer immer noch um meine Tochter bin, weil ich dasselbe nämlich über sie dachte. Ich habe sie selbst ausgebildet. Können Sie sich das vorstellen? 17 Jahre lang Magie gelehrt. Sie hätte alles machen können, aber sie war immer so ein bisschen pazifistisch angehaucht, muss ich sagen. Sie hat lieber die Leute supportet, als irgendwas zu machen. Ja, sie hat mich großartig unterstützt auf dieser kurzen Zeit, die wir uns kannten. Ja, sie kann ich vollkommen verstehen. Sie muss man ja auch unterstützen. Wenn sie gewusst hat, was sie für ein Typ sind, dann verstehe ich, warum sie meine Tochter sich geopfert hat. Für einen Helden der früheren Welt. Hat mir mal geopfert. Okay. Ich lasse jemanden kommen, der sie jetzt kurz mal ins unser großes Plenum bringt. Und Sie klatscht halt mit den Händen so. Und es kommt halt eine Elf rein. Also einer so, auch in dieser langen Magierkutte, sehr, sehr lange Ohren, blond, mit so einem Legolas. Bitte? Legolas. Nein, nicht Legolas. Wenn, dann Elrond. Aber trotzdem auch mit so einem Ding hier halt so, wie nennt man das? So ein Stirnband eigentlich. So ein Haarreif oder sowas. Ein Bandana, Alter. Da kommt er rein, yo! Oder krasse Hipster-Boy oder was? Nein, der hat so ein Ding halt in den Haaren drin, so ein Haarreif. So ein silbernen, echt Silber. Von mit Swarovski-Stein drauf. So ein Diadem oder was? Ja. Ist aber ein R. Ist der Typ irgendwas gesehen, was er klauen kann? Ist das aus Gold? Nee, und der kommt halt rein und sagt so: Ich habe schon von Ihnen gehört, sehr verehrter, von und zu Stormblade, und verneigt sich vor dir, aber. Richtig tief. Der rührt fast mit der Stunde Boden. Sie brauchen sich nicht zu verneigen. Ich bin auch bloß ein Mann. Ja, Sie sind ein großer Mann. Und mit einem sehr großen Bart. Erstmal kleines Kompliment hier an dieser Stelle. Ich wische mir durch den Bart. Soll ich so streicheln? Okay, folgen Sie mir bitte. Wir begeben uns ins Plenum. Dort können Sie ein paar Worte an unsere Mitmagier richten. Und er geht halt vor und deutet so mit einer Handbewegung so auf das Bücherregal, wo du halt reingekommen bist. Jetzt, wo ich weiß, wie die Dinger funktionieren, kann ich auch einfach die Fliege machen. Eingang und raus. Könntest du? Nein, ich gehe da lang und will Richtung Plenum, ja. Da will ich hin. Okay, du erscheinst halt und du bist halt wirklich wieder in einem riesigen Raum, der unten, ihr erinnert euch sicherlich alle an die Szene von Herr der Ringe, wo, ich glaube, Saruman steht oben auf dem Turm und redet halt so in die Massen rein, und die unten halt stehen die ganzen Orks, nur jetzt sind es halt alles Magier. Und es sind Tausende, Abertausende stehen da unten. Als auch. Trottel, ihr seid meiner nicht würdig. Und ihr müsst euch halt so vorstellen, und er ist halt so ein bisschen, okay, man sieht sich so ein bisschen erhaben halt über den allen, also an der Höhe her erhaben. Und dort ist wie so ein Rednerpult eigentlich, mehr oder weniger. Und es schwebt halt alles so auf so einer kleinen, durchsichtigen Insel. Und dort steht er jetzt mit diesem anderen Elf drauf und sagt so, der Elf geht halt so vor an dieses Pult und guckt so in die Menge runter und sagt, wirklich, das ist wie als ob der dadurch durch den Lautsprecher reden würde, und ruft: Magier! Magier des Landes und von überall! Hier seht ihr einen unserer größten Kämpfer aus dem 400-jährigen Krieg. Er ist ein Magier, ein Naturmagier, wie es keinesgleichen gibt auf dieser Welt. Begrüßt mit mir den guten Ludwig von und zu Stormblade, und die Menge rastet aus, halt. Ludwig, so sage es Zeit für One-Liner. Ich bin fresh davor. Hi. Geiler One-Liner. Ich bin echt schlecht darin, reden zu halten. Ja.
Also, ich vergesse es nicht. Ich laufe halt vor, so dass man mich sieht. Die Leute, die Masse wird komplett still, als sie sieht, dass du fangen willst zu reden. Komplett, oh, Mucksmäuschen still. Ich bin jetzt Propaganda. Ich kann jetzt so viel machen. Ich kann Hass schüren, Propaganda, einen Aufstand anzetteln. Ich winke einfach nur so. Ach so, gell? Jetzt so, nein, ich winke einfach nur so runter. Ja, ich sag gar nichts, ich winke einfach nur so. Ja, ich winke einfach nur. Ich will gar nichts sagen. Rico, wenn du tippst, bluten. Entschuldigung. Ja, der Elf neben dir sagt, sie müssen was sagen jetzt. Das ist ihr Auftritt. Sie können die Magie dieser Welt nicht so stehen lassen. Was soll ich denn sagen? Ja, Sie sind ein großer Krieger, erzählen Sie was. Sagen Sie, dass die Magie das Größte ist auf der Welt oder irgendwas. Sie sind doch derjenige, der hier 748 Jahre alt ist. Ich meine, Sie haben den Krieg erlebt. Sie haben gegen Monster gekämpft. Was würde der gute Franz tun an Ihrer Stelle? Er wird sich einen durchziehen. Also, davon habe ich auch schon gehört. Ja. Oh, ich hab's erlebt. Ich stell mich jetzt an das Pult. Guten Tag. Okay, die rasten nicht aus, die stehen einfach nur da. Nein, die sind Mucksmäuschen, ja, die hören dir zu. Ich hab gehofft, die rasten aus. So. Nein, die hören dir zu. Mein Name ist Ludwig, aber das wisst ihr jetzt alles schon. Ich habe den großen Krieg miterlebt. Ich habe viele Schlachten geschlagen, unter anderem die große Schlacht. Die ist nur bekannt unter dem Namen die große Schlacht. Ich keine Ahnung. Ich will auf das scheiß Buch hinaus gerade. Wir haben damals die letzte Schlacht vor dem finalen Schlag gefochten in der Nähe dieser Stadt. Glaube ich. Was in der Stadt, oder? Ja. Und dank mir und meinen drei tapferen Freunden konnte die Magiergilde mit ihrer großartigen Portalmagie den Dämonenlord wieder verbannen! Und die Leute. Scheiße, denn sowas, ey. Halleluja. Die gehen richtig ab gerade. Also. Ich hätte die Braveheart-Rede gemacht. Ich habe keine Ahnung davon. Hallo, erstmal, ich wusste nicht, was ich wusste. Aber genau. Ich war in einem großen Krieg. Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt bin ich sprachlos. Auf einmal erscheint der Esel hinter dir. Sechs Vieh. Da ist der Esel! Und die Wache, Entschuldige! Nee. Ich dreh mich zum Esel um. Und guck's einfach nur an. Wer irgendwas will. Der Esel guckt dich an. Der Elf guckt den Esel an. Die Masse guckt den Esel an. Ja. Der Esel guckt die Masse an. Und der Esel geht vor zum Rednerpult. Oh. Jetzt entlarvt er mich oder sowas, keine Ahnung. In welcher Hinsicht sollte er dich entlarven? Was weiß denn ich? Ich bin viel zu krass in den Büchern dargestellt, wie ich eigentlich bin. Du hast die Alraune damals getötet. Der Heilsbringer. Wollte Tee draus machen. Hast du das eigentlich inzwischen gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich hab das Vieh ist immer tot in meinem Rucksack. ich rieche einen Geruch von Leichen hier irgendwo in der Nähe. es ist eine fucking Pflanze. Ja, egal. Der Esel geht ans Rednerpult, nimmt die Hufe, stellt die Hufe aufs Rednerpult. Und er ruft: Werte Freunde, wir haben hier nicht nur einen Helden unter uns. Ey, ist es doch. Oh nein. Ich habe ihn zuerst mit seinem Bart nicht erkannt. Nein, das ist nicht Franz. Es ist auch nicht Franz. Noch so ein nerviger Charakter. Das war das doch mit Squad. Größten Helden der Welt und. Ich habe ihn zuerst mit seinem Bart nicht erkannt. Aber wie ihr wisst, war noch einer im Squad, der sich mit Naturmagie auskannte. Oh, das ist mein Meister.
Nein. Er dreht sich um und schaut den guten Ludwig an. Ludwig! Junge! Könntest du jetzt auch Cliffhanger machen, ne? Ja, weißt du. Wie geht es dir? Es ist lange her. Ja, was soll ich sagen? Es geht mir gut. Siehst es doch selbst. Und es macht zack. Und vor dir steht dein Meister. Gott, wir sind den Esel los. Meister Stormrage. Ludwig. Es ist schön, dich wiederzusehen. Was hast du die Zeit gemacht? Die lange Zeit. Ich war auf Reisen, um zu... Ich aber was wie das jetzt gerade sagen, hört aber die Masse nicht, oder? Nee, der ist ja vom Pult weggegangen. Also, du musst halt am Pult stehen, damit die Masse das hört. Okay, gut, weil ich jetzt halt irgendwie Angst schön oder so. Ich war, hab auf meinen langen Reisen immer mal wieder überprüfen wollen, wegen der dunklen Brut, ob sie noch aktiv ist. Hast du Franz getroffen in letzter Zeit? Ja, ich war auf seinem Bauernhof. Er hat einen Bauernhof inzwischen? Boah. Ja, und eine nette, ja sehr nette Frau. Naja, fast nett. Okay, er geht wieder, dreht sich wieder um mit einer Hand so. Freunde, Magier der Welt. Unser Held Ludwig. Der große Ludwig. Von und zu Stormblade. Und du siehst einfach nur unten im Publikum. Die Mädels wollen ihn und fallen um und die Männer wollen so sein wie er. Er hat's erkannt. Er hat's einfach erkannt. Er ist wieder unter uns. Wir können einiges von ihm lernen. Ich denke, wir sollten ihm hier einen Platz in der Magiergilde anbieten. Und der gute Elf, der natürlich hier Telepathie beherrscht, hat natürlich die gute Lilly hier gleich mal hier angefunkt und hat gesagt, dass sie sich auch mal hier blicken lassen sollte. Und genau deswegen tritt jetzt in diesem Moment die gute Liliana durch das Portal und sagt so, dass sie einfach sie kann einfach so laut reden. Und ruft halt deswegen einfach: Was haltet ihr davon? Ne, warte, wie spricht sie nochmal? Was haltet ihr davon? Ne, warte, es war dunkler. Was haltet ihr davon? Wenn er unser großartiger von uns zu Stormblade einen Platz im vorsitzenden Rat der Magiergilde kriegt. Ne, im Vorsitz der Magiergilde kriegt. Also im Rat der Magiergilde kriegt. Die Menge tobt. Unser guter Storm Rage heißt er, glaube ich, gell? Ja, hier meistens. Sufurion Storm Rage. Sufurion Storm Rage. Der viel besser geeignet wäre, übrigens. Wahrscheinlich, ja. Nee, tatsächlich gibt's dazu eine Backstory, aber die ist jetzt erstmal nicht wichtig. Ja, die sind halt alle gehypt und. Deswegen. Sie kommt auf dich zu und sagt so: Ludwig. Sie als großer Magier, ich biete Ihnen hiermit einen Platz an im Rat der Magiergilde und hält dir ein ähnliches Amulett hin, das halt auch Chandra damals hatte. Nicht dasselbe, weil das hast du ja immer noch. Aber so eins, was halt auch dieses Zeichen der Magiergilde drauf hat, nur in Blau. Oh. Ja, und ich nehme es an mich. Und sag, was hat die jetzt nochmal zu mir gesagt? Ob ich das machen will? Ja. Ich würde sehr gerne dem Rat beitreten. Ich hab das zwar zu leise, oder? Du kannst eine Hand einfach so rüber tun auf den Pult. Nee, du warst laut genug. Ach so, ich muss ja zur Menge sprechen. Ja, richtig. Ja, gut, dann spreche ich auch zur Menge. Ja, ich werde dem Rat beitreten. Es geht ab. Ich bitte die drei, die da sind, darum zu jubeln und zu klatschen, bitte. Ich denke nur, was Jawohl! Du wirst sterben, wenn du rausfindest, dass du ein Amulett hast. Zwei. Die Menge tobt, wie du hörst. Und Liliane nimmt das Ding halt wieder so, dein Amulett weg und hängt es dir so über den Hals und du spürst direkt in dem Zeitpunkt, wo es um deinen Hals gelegt wurde, wie dich
eine unglaubliche magische Energie durchflutet. Und die gibt dir, die füllt erstens mal dein Mana auf und zweitens mal gibt sie dir plus 20 Mana Points. Wollte ich gerade sagen, unendlich epische Magie plus 2. plus 2 Mana. Na gut, jetzt kann ich ein bisschen mehr zaubern. Und das Wissen von Jahrtausenden fließt jetzt durch deine Art. Also nicht nur durch. Du kannst jetzt auch teleportieren. Du kannst jetzt auch teleportieren. Ich hab voll die gute Idee für später. Einfach weg jetzt. Du teleportierst dich einfach weg. einfach zur Insel. Zack. Nein, und. Ich hab eine mega gute Idee. Und die Liliana sagt so: aber jetzt erstmal genug Aufregung für einen Tag. Ich habe jetzt noch eine schlechte Nachricht und sie erzählt halt jetzt einfach von wegen, dass wir trauern müssen um eine sehr, sehr gute Magierin, um eine hohe Magierin, die halt im Kampf gegen das Dunkle wahrscheinlich gestorben ist. Und erzählt halt die Story, die du ihr halt erzählt hast. Schmückt sie so ein bisschen aus, dass es so ein bisschen propagandamäßig natürlich ist, wirkt. Aber ihr seid auch immerhin noch Magier, hey, die können auch nicht alles wissen. Und dass sie halt im Kampf gestorben sei und sowas, durch eine epische Rettungsaktion, wo sie euch dann halt gerettet hat und dass sie halt dich vor allen Dingen gerettet hat, was das Ganze natürlich ihre Tochter halt in die Ruhmeshalle mit reinbringt. Ja, und währenddessen nimmt dich dein Meister zur Seite und sagt so: Junge, ja, Meister. Komm mit, wir gehen das feiern. Und er packt dich halt so Ding so um die Schulter und sagt so: wir gehen hier in die Magier-Gilde, die hat eine gute Cafeteria. Nicht zum treuen Bauern. Ne? Wir gehen in eine Taverne in der Stadt und packt dich halt so und zipp, seid ihr verschwunden aus dem großen Saal. Und taucht halt in der Taverne wieder auf. Genau das, was ich machen wollte. Echt? In die Kneipe teleportieren. Eigentlich erst, wenn dann die anderen beiden schon drin sind, dann mache ich zipp und bin da. Sag ich, yay, ich bin krass. Und wie lange dann noch? Ihr setzt euch halt an den Tisch. Also er sagt so: hier, setzt ihr an den Tisch und er redet halt mit dir kurz so von wegen: ja, hey. Also, Junge, was hast du die letzte Zeit getrieben? Du warst auf einmal, nachdem wir den Krieg hatten, warst du verschwunden. Du wolltest das suchen, was dir so lange gefehlt hat hier. Frau, Kind, so wie der gute Franz. Du warst doch immer hier unterwegs, um zu kämpfen und alles. Und du warst nicht erreichbar für uns. Du hast dich einfach in die Natur verzogen. Und ich habe es tatsächlich verstanden, nach so einem harten Krieg, da muss man sowas schon abbauen und alles. Aber einfach so zu verschwinden, das war nicht cool. Bitte, Franz, wie lange hat Franz gewartet? Franz hat gedacht, der gute Ludwig, der ist da draußen und kriegt jetzt nichts mehr vom guten Elfengras. Und Flicker, der hat inzwischen eine Tochter. Hast du die kennengelernt? Super süße Zwergin, kann ich dir sagen. Die habe ich in der Taverne getroffen. Flicker oder die Zwergin? Die Zwergin. Hab ich umgebracht. Okay, ich hab die nicht. Wie geht's dir denn inzwischen? Der geht's prächtig. Hat einen super Bart. Oh, das ist schön, wenn so junge. Bei Kopfhälften. Wenn so junge Dinger einen schönen Bart kriegen. Ich kann dir sagen, Ludwig, bei mir war es auch eine relativ harte Zeit. Wie du gemerkt hast, bin ich ja unterwegs gewesen, durch die Lande gereist, auch so wie du in meiner Lieblingsform natürlich halt Spatz durch den Himmel geflogen, ja, geschwebt. Das selbstverständlich. Und ich kann dir einfach nur sagen, als ich an der Magiergilde angekommen bin und gesehen habe, wie sie die nach dem Krieg aufgebaut haben, musste ich einfach in dieser Stadt bleiben. Ich habe mich lange, lange Zeit hier verdingt als Wahrsager und Hexenmeister und Hexendoktor und habe mich schlussendlich dann aber dazu entschieden, ein ruhiges Ding hier zu machen als Tier auf verschiedenen Höfen und so. Und dann kam so ein Idiot und hat mich einfach verkauft. Hat so einen komischen Typen, der eigentlich ganz cool war, weil er mich gekauft hat, aber hat's erkannt. Ja, das hat er ja noch gar nicht bezahlt. Der gute Meister Loom, wie du ja gesagt hast. Ich denke tatsächlich, das ist ein guter Mitreisender von dir, oder? Du musst ein guter Freund sein. Ein intelligenter Bursche, wie mir gesagt. Dein Meister ist jetzt mein Bimbo. Wir haben viel zusammen erlebt. Wahrscheinlich hast du dir ein neues Squad gesucht. Kannst du ruhig sagen, ich bin nicht neidisch. Ich bin froh, dass ich nicht mehr kämpfen muss. Ich wollte auch nicht mehr kämpfen. Ich bin aber jetzt älter. Die Zeiten ändern sich. Warum ändern sich die Zeiten? Ja. Weiß nicht, ob du es gespürt hast. Du meinst die Erschütterung? Ja. Ja. Ja, ist das schön. Okay. Die Erschütterung der Macht. Es kam. Ich habe
dunkle Macht, die dunkle Macht zweimal getroffen. Dunkle Brut, meinst du? Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Er streichelt sich durch seinen Bart und er... Ich mach's auch. Du machst auch, okay, du ja, machst so, so und er macht so. Der hat so ganz lange Schnauze. Ja, der wirklich hat wirklich so einen Schnauze, der hat so komplett, so ein Sensei-Bart, weißt du? So ein Chinese. Ja, nein, das ist kein Chinese. Der wird verkauft. Auf jeden Fall. Macht gerade total. Diese dunkle Energie, die wir gespürt haben, oder die du besser gesagt in der Nähe gespürt hast, wie du gesagt hast, hast du sie erkannt? War es einer von den Dämonen, die früher unseren guten Freund entführt haben, den guten Flicker? Manche sagen, sie sind entkommen. Ich das gespürt, dass es die war? Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Lüge einfach. Also sag einfach, was du glaubst. Ist viel lustiger. Ach, aber ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Dämonen waren oder einfach nur Untertanen, die zurückgeblieben sind. Auf jeden Fall sind sie nicht wach gewesen. Ich brauchte die Hilfe einer Magierin, um ihn, um den Angriff aufzuhalten. Und im Wald vor der Hauptstadt kontrolliert eine böse Macht die Tiere dort drin. Okay, wir sollten, glaube ich, mal noch ein bisschen über die Zeit ruhen lassen und einfach uns noch ein bisschen entspannen. Wir haben hier was zu feiern, mein Freund. Du bist hier jetzt ein hohes Mitglied im Rat. Tatsächlich wurde mir natürlich dieser Platz auch schon längst angeboten, aber ich habe ihn einfach abgelehnt. Ich bin zu alt dafür. Ich bin einfach zu alt dafür. Mit meinen 2.500 Jahren ist es halt irgendwann mal dann die Zeit, dass man auch sich ein bisschen zur Ruhe setzt, als Vögelchen durch die Luft schwebt. Oder als Tier in einem Bauernhof lebt. Ludwig, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, was aus dir geworden ist. Aber wenn die Zeit kommt, müssen wir bereit sein. Und damit endet diese Folge hier. In der Taverne, wo wir hoffentlich bald auch noch die anderen treffen werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, dann haut rein. Tschüss. Ciao. Wiedersehen.